Das Dorf Bergel in der Südsteiermark, rund 60 Kilometer von Graz entfernt. Seit Jahren ist es ein Pilgerort. Mehr als 130.000 Besucher kommen pro Jahr in die kleine Gemeinde. Schokoladeliebhaber aus aller Welt, die es zu Josef Zotter zieht. Seine Schokoladen sind über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Vor 10 Jahren wäre vieles nicht möglich gewesen, so wie zum Beispiel Süßkartoffeln mit Mokka und Rosmarin oder Steinpilz mit Preiselbeer oder Schweinsgräbenschokolade. Das hat sich jetzt verändert. Die Leute trauen sich jetzt mehr und sind halt natürlich auch schon mehr gewohnt und probieren auch vieles gerne aus. Josef Zotter gilt als Trendsetter in der Branche. Seine Marke steht für Qualität. Josef Zotter geht es nicht nur darum, immer wieder neue Sorten zu erfinden. Er will vor allem das natürliche Kakaoaroma veredeln. Kakao ist eben sowas Besonderes, sowas Außergewöhnliches. Und jede Bohne hat einen eigenen Geschmack. Und das, was wir hier wollen, ist halt einfach aus jeder Bohne das Aroma herauszuholen, das sie eigentlich hat. Und das wird nicht hier vermischt oder so, wie es sonst normalerweise üblich ist. Berühmt wurde Josef Zotter mit seinen sogenannten handgeschöpften Schokoladen. Ein Unterscheidungsmerkmal zu den herkömmlichen gegossenen Schokoladen. Die handgeschöpfte Schokolade kommt ja eigentlich von der Papiererzeugung. Wenn man überlegt, dass die Papiermasse auch so Schicht um Schicht abgestrichen wird, das gleiche Prinzip haben wir hier umgesetzt. Nur, dass wir halt verschiedene Rezepturen übereinander legen, damit sich am Gaumen für Sie dann einfach dieses wunderschöne Erlebnis abspielt, dass diese Schichten nach und nach abschmelzen. Josef Zotter verwendet zum Großteil Bioprodukte aus der Region. Zur Herbstsaison zum Beispiel Kürbisse. Eine Schokolade mit Hanf- und Kürbiskernen war die erste Sorte, mit der er vor fast 20 Jahren seine Karriere begann. Die Rezeptur hat sich längst verändert. Seine Freude am Experimentieren ist geblieben. Rund 200 Sorten führt Zotter heute im Sortiment und jedes Jahr kommen neue hinzu. Seine Schokoladen werden mittlerweile bis nach Japan und Neuseeland geliefert, ohne dass er je Werbung gemacht hätte. In Bergel hat er eine Erlebniswelt rund um die Schokolade geschaffen, aufwendig gestaltet wie die künstlerischen Verpackungen. Fein. Schmeckt nach Atlantik, nach Meer. Die süße Seite des Lebens. Für Josef Zotter war es nicht immer so. Gemeinsam mit seiner Frau Ulrike betrieb er in Graz 4 Konditoreien, die Ende der 90er Jahre pleite gingen. Mit nur einer Angestellten begannen sie damals, Schokolade herzustellen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 100 Mitarbeiter. Und Ulrike Zotter entscheidet mit. Es gibt schon ein paar Sorten, die mir persönlich zu weit gehen. Vor einigen Jahren hatte mein Mann die Idee, eine Blutschokolade zu machen. Und da habe ich gesagt, wenn du das magst, dann lasse ich mich garantiert scheiden. Und wir haben es noch nicht im Programm. Josef Zotter ist ein rastloser Geist. Ständig plant er neue Sorten, verkostet, experimentiert. Doch wenn er seine Schokolade isst, tafelt er am liebsten in aller Ruhe.